Verdammt, ich lieb dich. Damit ist Matthias Reim zum Star, zum Millionär geworden. Aber er hat auch alles wieder verloren. Und übrigens noch mehr als das, was er bislang hatte. Und blieb auf Schulden sitzen. David Heine mit dem neuen Matthias Reim, dem Sänger, der wieder ganz oben ist. Auf der Partymeile Reeperbahn kennt ihn jeder. Den Mann, dessen Lied früher auf keiner Party fehlte. Matthias Reim ist auf Besichtigungstermin für seine Tournee. In knapp 2 Monaten wird er hier auftreten. Seine Fans kennen schon die Ohrwürmer des neuen Albums Unendlich. Stunde vorher stehe ich hinter der Bühne und scharre mit den Hufen, weil ich will, dass es endlich anfängt, damit mein Lampenfieber endlich aufhört. Weil in der Sekunde, wo ich rausgehe, ist es weg. Und dieser Moment, wenn Matthias Reim von seinem Publikum empfangen wird, das ist wie so ein Zündschlüssel, den du in der Halle steckst. Plötzlich brennt der Laden. Vor 23 Jahren schreibt Reim mit Verdammt, ich lieb dich den Mega-Hit der 90er Jahre. Als Schmusemacho singt er über die großen Gefühle. Das kommt an bei den Fans. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst. Er ist glücklich und verdient viel Geld, genießt sein Reichtum. Er hat aber auch falsche Berater und verliert viel, viel mehr Geld. Ist pleite, hat knapp 13 Millionen Euro Schulden und wird von Gerichtsvollziehern gejagt. Als diese Schlagzeilen vor inzwischen weit über 10 Jahren über mich hereinbrachen, war ich frisch verliebt. Dann tut das nicht so weh. Das war schon mal gut. Zu der Zeit ist er mit Schlagerstar Michelle liiert. Es ist eine kurze und intensive Beziehung, die nur 2 Jahre hält. Heute verstehen sich beide, standen 2011 sogar wieder zusammen auf der Bühne. Ich könnte dich heute noch dafür prügeln, weil du es einfach nicht kapierst. Ich habe auch sehr gerne für sie das letzte Album produziert, wie ich schon das Album Rouge produziert hatte. Meine Alben sind ihre besten. Und ich habe es gern gemacht, weil ich sie als Sängerin sehr, sehr schätze. Sie hat eine tolle Stimme und es hat mir viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Reim ist ein Stehaufmännchen. Er arbeitet hart. Gerade dann, als die Sorgen ihn fast erdrücken. Wenn du unter Druck bist, bist du einfach besser. Es hat mir Lust gemacht auf Arbeiten, weil ich einfach wieder arbeiten musste, weil war ja auch kein Geld mehr da. Und diese Lust und Freude an der Arbeit haben es letzten Endes auch geschafft, mich in diese Position zurückzubringen. Ich glaube, es gehört alles zusammen, es sollte alles so sein. Wir sind unendlich. Wir sind unzertrennlich. Sein Finanzdesaster ist nach eigenen Angaben ausgestanden. Und er ist wieder oben angekommen. 23 Jahre nach Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich. Mein Gott, ist das schön. Ein Lied, was wir alle, Rebecca, Sie sicherlich auch schon auf diversen Partys gesungen haben. Ne? Zu späterer Stunde geht das. Möglicherweise. Oder? Vielleicht nicht unbedingt morgens, aber doch zu späterer Stunde kann man das mal mitmachen.